Staatsanwalt. Kommen Sie doch bitte mal einen Moment zu mir. Wollen Sie das ernsthaft jetzt hier lostreten? Die Behauptung des Verteidigers ist unhaltbar und auch bisher in keinem Vernehmungsprotokoll aufgetaucht. Fragt sie nur, warum? Andresen ist bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgefallen durch rassistische Äußerungen. Es ist sogar aktenkundig. Das ist eine Frechheit und hat auch nichts zu suchen hier. Nein? Wurde nicht sogar gegen ihn ermittelt im Rahmen einer Dienstaufsichtsbeschwerde vor zwei Jahren? Würden Sie eine Geldbuße verbunden mit der Auflage, dem fraglichen Lokal künftig nach nächtlicher Sperrstunde fernzubleiben, anstelle einer Bewährungsstrafe akzeptieren? Faktisch bedeutet das jetzt, Frau Jürgens, dass Sie durch das Erbe Ihres Mannes mit 51% die gestalterische Mehrheit am Petersen-Café halten. Was bedeutet, dass Sie jetzt für das Schicksal der Firma verantwortlich sind? Ja, ich weiß. Es ist ja kein Geheimnis, dass unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, nicht wahr, dieses Testament äußerst problematisch ist, da Sie ja über keinerlei Erfahrung verfügen, was die Führung des Unternehmens angeht. Ich schlage deshalb vor, dass Sie hier und heute Ihrer Mutter eine Vollmacht erteilen, die ihr die vollkommene Souveränität über die Firmengeschicke sichert. Ich denke, das ist in Ihrem Sinn und in dem Ihrer werten Frau Mutter, nicht wahr? Danke, Dr. Humboldt. Ihr wollt also, dass ich auf das Erbe verzichte? Habt ihr das hinter meinem Rücken schon entschieden? Nein, natürlich nicht. Du sollst auch nicht auf das Erbe verzichten, aber Dr. Humboldt hat recht. Hast du Angst, dass ich die Firma verkaufen will? So wie Jens? Du weißt, dass er das nicht wirklich wollte. Die Firma war sein Leben. Ich muss darüber nachdenken. Auf Wiedersehen, Dr. Humboldt. Auf Wiedersehen, Frau Jürgens. Bitte, Mama. Lassen Sie ihr Zeit. Der schwedische Graf Königsmark liebt Sophie Dorothea, die Erbprinzessin von Hannover. Ihr Ehemann Georg Ludwig sieht zunächst über das Verhältnis hinweg. Aber die Liebelei zwischen der Prinzessin und dem Grafen wird zur großen Leidenschaft. Bruchhausen, Donnerstag, 22. Juni 1693. Mich beschäftigt nur die Erinnerung an das letzte Mal. Ich werde es nie vergessen. Wie zärtlich werden Sie geliebt. Ich gehe zu Bett. Wenn ich nicht von Ihnen träume, will ich lieber gar nicht schlafen. Denn wenn ich wach bin, befasse ich mich nur mit Ihnen. Es gibt nichts Angenehmeres in meinem Leben, als die Zeit, die ich damit verbringe, an Sie zu denken. Gute Nacht, geliebtester von allen Menschen. Ihre Sophie Dorothea.